lebt der Wüste. Im Norden von Australien, in einer wackeligen alten Hütte, aus Feuer, heissem Blech, mit Frau und mit 6 Kindern. Auch 4 Kinder sind ihm gestorben, und die Frau, die ist erblindet, weil sie nie einen Arzt hat gesehen. Wer hat das Gewehr in den Finger gehabt, was er Mung an erschossen hat? Er kann ihn jagen, wie seine Väter aus den Wäldern, die haben es mit Ketten erschlagen, in die Wüste vertrieben, sie haben zu und drum gebaut, dem sagen es Reservat. Wer raus ist, kann nicht rein, wer nicht ist, darf nicht mehr raus, die leben in einem Käfig dort, vor der Welt versteckt. Bis sie Silber dort finden, Bauxit oder Blei, dann kommt alles, wie es der Herr baut, ein Bergwerk, baut Strassen, eine Stadt im Reservat. Für 5000 Weisse, die Schwarzen sollen weiterziehen, tiefer in die Wüste, der Mungan soll sterben, Australien ist weiss. Wer hat das Gewehr in den Finger gehabt, was der Mungan erschossen hat? Einmal in der Woche kommt der Chef vom Reservat, ein Weisse mit dem Gewehr. Er bringt den Mund an Zucker, ein bisschen Mehl und ein bisschen Tee. Das ist alles, was sie geben. Oh, das ist nicht genug zum Leben, nein. Und wenn etwas dazukommt, sind es Genozid statt Vitamin. Der Mund an soll sterben, Australien ist weiss. Sag mir, wer hat das Gewehr in den Finger gehabt, was der Mung an erschossen hat? Die Gesetze von Australien gelten nur für die Weissen, die Schwarzen sind so halb im Menschen. Sie gehen dumm und sollen es bleiben, sie gehen dreckig und faul, sie liegen an der Sonne noch, sie wissen nicht, was sie tun, um mit 40 Siegen zu kreisen. Wenn einer in die Wüste geht, so einen Nicker kann er schiessen, so kann er ruhig zurückkommen, er wird sicher nicht bestraft. Der Mungan soll sterben, Australien ist weiss. Sag mir, wer hat das Gewehr in den Finger gehabt, was der Mungan erschossen hat? Ja, einer tötet mit dem Gewehr, ein anderer mit Papier. Ein Dritter, der schaut zu, und der kann nichts dafür, ist weit weg. Ist die röste Welt, sei Gnägi oder Schöschen Kohl. Und schiesst jeden Sonntag aber nur auf Scheiben. Und freut sich, wenn alle Swiss Aktien steigen. Sag, wer hat das Gewehr in den Finger gehabt, was der Mung an erschossen hat? Wer hat das Gewehr in den Finger gehabt, was der Mung an erschossen hat?